Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Review Gameplay Videos, diesmal zum Spiel Craft the World. Dieser Titel stammt von Decovia Entertainment und wurde im November letzten Jahres veröffentlicht, hatte vorher aber schon eine längere Early Access Phase. Wie du sehen kannst, habe ich hier schon zwei Spiele voraus. Ich lösche mal das alte definierte Spiel und starte gleich ein neues. Ja, hier kann ich jetzt die Größe festlegen, die Wetter-Events, die Weltenart, die richten sich nach den drei Kampagnen. Und als nächstes die Technologie, Technologiebaum oder Sandbox, der Spielmodus, normal, dauerhafter Tod und die Schwierigkeitsgraden, 6 Stück einer Zahl. Wem die Schwierigkeit nicht hoch genug ist, der kann dann über den Spielmodus natürlich auf dauerhaften Tod schalten. Somit verliert man halt seine Zwerge, wenn sie einmal getötet werden. So spawnen sie halt wieder zurück. Das Portal öffnet sich und ein Zwerg kommt heraus. Ja, das ist unsere Spielewelt. Das ist die ganz normale Standardwelt. Hier hinten haben wir ein paar Grabsteine. Die sind von Bedeutung, weil hier die Skelettkrieger aus den Gräbern steigen, wenn halt der Tag rum ist. Wie du sehen kannst, ist die Karte wirklich sehr groß. In der Kampagne sind die Welten relativ klein gehalten. Zu den Kampagnen kann man höchstens sagen, es gibt einmal diese Welt, dann gibt es die Wüstenwelt und die Eiswelt. Jede Welt hat für sich halt ihren eigenen Reiz. Zur Vorführungszwecken habe ich jetzt mal das Geschäft geöffnet. Hier kann ich mir Materialien, Waffen und andere Ausrüstungsgegenstände kaufen. Für Gold, was ich unter der Erde finde. So, da steht er nun und wartet auf Befehle. Jetzt haben wir hier mal die Werkstatt. Da kann ich einzelne Gegenstände herstellen. Ich ziehe mal den Portalzauber runter. Hier oben habt ihr das Mana. Das ist ähnlich wie bei jedem anderen Rollenspiel halt die Zauberkraft, die mir als Gott verliehen wurde. Da, wo meine Aussage ist, habe ich jetzt den Level und die Tageszeit. Darunter kann ich den Zwergen anweisen, ob sie schnell zurück ins Hauptquartier müssen oder nicht. Hier ist jetzt das Questbuch, da stehen einige Hinweise, Anleitungen drin, das Bestiarium, wo halt die ganzen aufgetauchten Gegner eingeloggt werden, soweit ich sie entdecke. Es gibt auch immer wieder sehr gute Einschätzungen zu den Gegnern, hier zum Beispiel der Wächter, ein sehr, sehr harter Gegner, der auch Zombies beschwören kann. Selbst mit 5 oder 6 Zwergen ist dieser sehr schwer zu bezwingen. So, bevor unser kleiner Freund hier Moos ansetzt, das ist hier Reli, da sehen wir Hunger und Gesundheit. Dann hier oben die einzelnen Elemente für Waffen, Ausrüstungsgegenstände und Zaubersprüche, dazu aber später mehr. Jetzt am Anfang ist die Ausstattung relativ mager. Unten sehe ich jetzt Fertigung 3, sind 3 markierte, da kann ich jetzt gleich neue Sachen erstellen. Ja, Reli arbeitet ganz gut jetzt, der hackt die Bäume klein und transportiert die Sachen ins Lager. Hier sehen wir jetzt schon, Zapfen hat er gesammelt, ist eine gute Ernährung, hat auch nur einen Punkt dabei. Dann habe ich hier Harz und Holz. Holz ist mit eins der wichtigsten Rohstoffe im Spiel. Zack, zack, hat er noch ein paar Beeren einsammeln. Im späteren Verlauf des Spiels werden die Herstellungsprozesse immer komplexer. Man braucht dann eigene Herstellungsstätten. Hier jetzt am Anfang noch nicht. Da reichen die einfachen Sachen auf. So, dann graben wir uns mal weiter in die Erde rein, weil wir brauchen für die Nacht noch einen kleinen Schutz. Es ist jetzt schon Mittag. Ah, Level 2 hat er schon erreicht. Jetzt kriege ich noch einen weiteren Kompagnon. Auch ganz gut. Kann man immer gebrauchen. So, da ist der nächste Zwerg. Und es gibt noch eine neue Schriftrolle. Wobei ich hier sagen muss, das ist normal für den Sandbox-Modus. Ja, das ist ein kleines Gericht. Was man dazu braucht, sieht man unten. Und 3 Teile. Ja, zudem brauchst du dann halt noch eine Küche, damit er das Essen herstellen kann. Und noch eine weitere Rolle bringt mir jetzt noch sogar noch eine Leiter. Die ist sogar sehr hilfreich, weil die Zwerge klettern ungerne, beziehungsweise fallen auch gerne mal runter. Die Rezepte werden dann in der Werkstatt eingetragen. Rot bedeutet, das Material ist noch nicht vorhanden. In diesem Feld muss ich dann die Sachen reinziehen, die nötigen Rohstoffe, und klicke dann unten auf den Hammer. Wir machen das jetzt mal schnell mit der Leiter. Wir brauchen noch
wirklich eine Leiter jetzt. Zack, drücke ich hier unten drauf und schon kann ich. Habe ich eine Leiter hergestellt. Den Totem brauchen wir auch noch gleich. Ja, genau, dann stelle ich noch ein paar her. Ist einmal nach Rezept hergestellt worden, kann ich dann immer wieder spontan, ohne die Sachen neu ins Rezeptmuster reinzuziehen, halt erstellen. So, Leiter. Der Befehl ist jetzt raus. Soweit ein Zwerg jetzt am Portal ist, bringt seinen Leiter mit, setzt sie rein und fertig ist die Sache. Gerade am Anfang ist es notwendig, ihn tief in die Erde reinzubauen, damit die Zombies oder die Untoten die Zwerge nicht schon direkt gleich am Anfang angreifen. Ah, eine Fackel, die kann man ganz gut gebrauchen. Die kriegt man aus Harz und Holz. Das können wir auch gleich mal anfertigen. Da ist noch eine Schriftrolle. Na, ein Steinaxt. Damit werden die Arbeitsprozesse dann etwas beschleunigt. Und die Zwerge können sich später mit dieser Axt auch gut verteidigen. Sobald ich später Eisenerz und Kohle gefunden habe, so kann ich dann auch noch viel bessere Werkzeuge erstellen und so die Produktivität noch mehr steigern. Ja. Ich erstelle jetzt noch ein paar Fackeln. Dazu brauche ich Harz und Holz. Und zack, zack, zack. Zack, habe ich jetzt gleich eine gewisse Anzahl. Passt. Und gleich befehligen. Die Steuerung ist sehr, sehr einfach gehalten. Kann jedes Kind leicht erlernen. Bei mehreren Zwergen funktionieren auch immer ganz gut mehrere Befehlsketten, während ich jetzt hier noch ein Schloss finde. Das ist übrigens eins der Kritikpunkte, die ich in der Review angedeutet habe. Sowohl im Sandbox-Modus als auch im Technologiebaumodus sind manche Objekte von der Herstellung her nicht ganz nachvollziehbar von der Reihenfolge. So, ich habe hier jetzt noch ein Buch des Holzfällers gefunden. Damit kann ich die Fähigkeit einzelner Zwerge erweitern. Oben sind drei Slots. Leuchtet auch auf. Hier haben wir jetzt den Kletterer. Reli ist also ein Kletterer, hat seine bessere Fähigkeit darin. Dean ist Bogenschütze. Man kann da also mit Bogen gut umgehen. Nutze ich das Buch. Hat er jetzt Fähigkeiten eines Holzfällers und ist sogar noch produktiver. Ja, die Steinaxt, mir fehlt noch Stein. Und Schloss sowieso Eisen. Doch was bringt einem ein Schloss ohne eine Luke oder eine Tür? Die Luke kommt erst ein oder zwei Level später im Technologiebaumodus. Hier in der Sandbox weiß ich nicht. Die tauchen ja immer dann auf, wenn ich halt grabe. Oder ein Level aufsteige, wie jetzt zum Beispiel, sehr gut. Ah, da gibt es noch ein Zwerg. Und so langsam häuft sich meine kleine Meute. Und es gibt Bretter. Jo, gut. Für die Bretter brauche ich aber eine Tischlerei. Da ist auch eine Werkbank. Sagen wir es so. Gut, machen wir Werkbank drauf. An dieser Stelle mache ich einen kurzen Break und melde mich gleich mit einem Spielstand von über 13 Stunden wieder. Da bin ich wieder zurück und ja, hier ist der Level. Die Kampagne besteht aus insgesamt drei Leveln. Jedes hat sein eigenes Terrain, Wüste, Eiswelt und Waldwelt. Dazu natürlich Topografie, Wetterevents und so weiter. Die sind aber schon voreingestellt. So. Bei dieser doch einfachen Grafik ist die Ladezeit fast immer sehr optimal, kann ich nur empfehlen, geht recht schnell. Ja, du siehst, ich bin schon sehr weit fortgeschritten, auch ganz weit nach unten runter. Hier haben wir den Wächter zum Beispiel schon. Da traue ich mich allerdings jetzt momentan noch nicht rein. Ich habe zwar schon die ersten richtig guten Waffen, möchte aber meine Zwerge da noch nicht reinschicken. Hier haben wir mal verschiedene Produktionsstätten, Werkbänke, Schmiede. Mittlerweile besitze ich auch schon Abwehrtürme, die zwar nicht extrem stark sind, aber den Gegner gut im Schach halten. Hier haben wir den Totem, der böse Geister weghält und natürlich mir anzeigt, wie viel Komfort mir die aktuelle Unterkunft bietet. Ja, während meine Zwerge da oben untätig rumstehen, demonstriere ich hier mal, dass ich in dem Spiel als Gott viel mehr Aufgaben habe, als man denken mag. Hier habe ich jetzt einen kleinen Stall. Die Schafe müssen gefangen werden mit Fallen und erst dann kann ich sie dann halt in diesen neuen Stall reinpacken. Die bieten auf Dauer mir Wolle, Eier, also halt ein paar Rohstoffe zum Verbauen von neuen Teilen. Gut. Hier sehen wir uns jetzt mal einen Charakter an, der ausgebaut wurde. Holzstäbe. Die Waffen sind mittlerweile schon relativ gut. Ausrüstung ist gut. Auch einige haben gute Erfahrungspunkte. Gut, nach 13 Stunden kann man das auch schon erwarten. So, dann gehen wir dem mal eine Aufgabe. Schnell mal das Wasser einsammeln.
Wasser wird tatsächlich für einige Sachen gebraucht und kann entweder oben aus den Seen oder natürlich durch Regen aufgesammelt werden. Hier haben wir mal zwei der hässlichsten Gegner mit, auch nicht gerade ohne. Gott sei Dank befinden sie sich innerhalb ihres Gebäuderaums. Ich bin da relativ dicht schon dran gemeißelt. Ja. Hier drüben hatte ich mir noch eine schöne kleine Unterkunft gebaut. Dient aber momentan doch eher mehr als Steinbruch. So, du siehst, ich habe schon einiges gesammelt an Material. Vieles erstellt. Hier zum Beispiel sind noch ein paar Sachen, die noch nicht erfüllt wurden. Gerüste, so. Waffen sind viele vorhanden. Dekoration, damit der Komfort hochgeht. Es bietet wirklich viele, viele Konstruktionsmöglichkeiten. Und immer rechts die Anzeige, was für Material benötigt wird. Ja, jetzt haben wir mal hier Nahrungsmittel, Fischeintopf, können wir nochmal basteln. Jetzt wird hier 10x, 20x angezeigt. Das heißt, die Produktion beginnt erst noch. Jetzt macht sich der Koch auf den Weg zur Kochstelle und kocht sich dort ein. Ja. Komme ich mal zu den Themen Monstern. Und zwar alle 45 Minuten erwartet mich eine große Monsterwelle. Aus einem fremden Portal steigen dann viele verschiedene Gegner auf und wollen den Zwergen nichts Gutes. Dafür habe ich dann halt mein Mana als Unterstützung. Ja, gehen wir hier nochmal schnell eine Aufgabe. Ein paar Bäume. Da sie aber jetzt zu viel klettern müssten, baue ich mal Gerüste auf. Damit geht das leichter. Die Gerüste sind die einzigen Materialien, die ich so setzen kann, wie ich will und auch gleichzeitig wieder abbauen kann, ohne dass ich die Zwerge benutzen muss. Kriegt man allerdings relativ spät. Ja, nicht nur Monster können in meine Welt, sondern ich kann auch in ihre Welt. Das sind die Portalteile. Ich habe eins jetzt zum Beispiel beim Wärter gefunden. Die können natürlich auch gebaut werden. Man muss natürlich diese Teile, benötigten Teile, im Untergrund irgendwann mal finden. Ah, und da fällt schon ein Gegner runter, ein Käfer. Aber keine Sorge, der Zwerg ist gut ausgerüstet. Ruckzuck macht er ihn gar aus. Ja, das kommt bei hohen Bäumen vor. Lernt man schon in den ersten Spielminuten kennen, diese netten Krabbeltierchen. Ja. Wie schon erwähnt, kann ich als Gott zaubern. Hier habe ich Portalzauber, Zauberlicht, Feuerball, Zauberwald und Hornzauber. Hornzauber ist eigentlich der sinnloseste in meinen Augen. Feuerball kostet zwar viel, bringt was. Und hier habe ich jetzt meinen Waldzauber. Oh, erreiche ich sogar gleich nochmal Technologiestufe. Dann springen wir gleich mal in den Technologiebaum rein. Hier siehst du jetzt, was gebaut werden muss, um die Technologie weiter auszubauen. Die Prozentzahlen, halt die Fortschritte, werden angezeigt, werden aber nur aufgefüllt, wenn halt auch wirklich dieses Teil, was abgebildet ist, auch gebaut wird. Ganz später gibt es natürlich die richtig schönen Sachen, aber ich muss mich jetzt erstmal mit den mittleren Teilen begnügen. Die Liste ist wirklich sehr, sehr lang und ja, wie gesagt, hier die ersten paar Teile und dann geht's immer weiter, je nachdem wie die Pfeile gerade laufen, muss man diese Dinge herstellen und anwenden. Damit steigt man dann halt hoch. Ich habe jetzt mal schnell ein Portal gezaubert, damit die Zwerge schneller zum Lager kommen und wieder zurück. Joa, dann erteile ich nochmal den Befehl, ruckzuck ein paar Bäume zu fällen. Dann gucke ich gleich mal, was es bei den neuen Fertigkeiten so gibt. Ah, Brötchen, Apfelkuchen. Und Brot. Alles ist mal vorhanden irgendwann, irgendwo. Gucken wir mal. Mehl und Kohl. Alles klar. Mehl habe ich. Da habe ich Mehl. Jawohl. So, und dann brauche ich noch schnell Kohle. Es ist eins der Kritikpunkte, dass die Übersicht keine Filter besitzen hier. Also man muss sich hier wahllos durch die Gegend klicken. Je mehr Sachen man drin hat, desto schlimmer wird's. Ja, Mehl kann ich leider nicht herstellen. Da fehlen mir noch ein paar Weizenkörner. Da müsste ich eigentlich ein Feld anlegen oder erstmal zum Shop gehen und mir welche holen. Weizenkörner sind eigentlich mit ein paar Rohstoffe, die wirklich sehr, sehr selten vorkommen. Und ja,
meistens im Shop gekauft werden müssen. Mal gucken, was es noch zu futtern gibt hier. Grillfleisch nehme ich mal runter in die Leiste und ein paar Zapfen. Das lege ich den Zwergen jetzt auf den Tisch. Diese holen sie sich, wenn sie ganz ausgehungert sind, also ganz von alleine, oder wenn ich den Befehl dazu halt gebe. Ja, hier gibt es nicht mehr allzu viel zu zeigen. Ich springe jetzt gleich mal in die heiße Phase, wenn es dunkel geworden ist und die ersten Gegner anrücken. Ja, ruckzuck nehme ich die Gerüste wieder weg. Von alleine, das funktioniert. Türen muss ich ja zumachen. Die Zwerge sind nicht allein tätig. Währenddessen mache ich mal die Luke auf, weil ich gerne hier unten weiterarbeiten möchte. Während oben halt die Zombies durch die Gegend rennen, kann ich ja hier unten weiterarbeiten. Hier ist auch genügend Kohle und Eisenerz. Ruckzuck sind die Jungs dann dran. Die Gerüste sind sehr, sehr, sehr vorteilhaft, da diese nicht lange gebaut werden müssen, sondern einfach hingesetzt und von mir auch wieder einfach weggenommen werden können, ohne die Zwerge dazu gebrauchen zu können. Ah, jetzt lässt sich noch ein Gegner fallen, dann schicken wir mal ein paar Leute hin. Ich kann separat die Zwerge auf den Gegner verweisen oder die machen es alleine. Zack, so geht das. Ja, der Junge ist zwar ein bisschen verletzt, aber das macht nichts. Da legt er sich einmal schlafen und schon regeneriert er sich. Ja, ein Kochbuch gefunden. Damit kann ich natürlich dann wieder einen Zwerg neue Fähigkeiten zuführen. Ah, jetzt habe ich da ein Riesenloch, wo die Zwerge natürlich nicht rankommen. Gut, dann nehme ich halt mal schnell... Na, wo ist es denn? Ah, ist es hier? Ist es hier? Ist es hier? Nein, hier ist es auch nicht. Ja, ein paar Fackeln. Auf jeden Fall brauchen wir Fackeln. Es ist zu dunkel da unten. Zack. Positioniert. Einmal, zweimal, dreimal. Da. So, ja. Jetzt ist hier natürlich frei. Da kommen die Zwerge natürlich nur ran. Dann baue ich halt einen kleinen Steg. Müssen die Jungs natürlich wieder hintransportieren. Wenn es da ist, geht natürlich die Arbeit weiter. So, dann benötige ich jetzt nochmal ein Zauberportal. Sind ja noch nicht ganz fertig mit der Arbeit. Kostet mich natürlich jedes Mal oben etwas Mana. Ja, die neuen Aufgaben. Okay, alles klar. Jo. So, dann baue ich hier nochmal schnell neue Gerüste hin. Hier möchte ich natürlich jetzt auch schon schnell abbauen. Auf der hinteren Ebene. Jo. Klar. Ja, die Jungs buddeln sich mal durch. Gucken wir mal oben, was die Zombies machen. Hehe, da kommen sie natürlich nicht durch. Ja, die Zombies können zwar graben, aber nicht so dolle und auch nicht durch Stein. Schlimmer wird es halt bei den Skelettkriegern mit ihren großen Äxten und ja, Morgensternen. Da kommen sie relativ gut durch. Ja, und auf der anderen Seite der Karte ebenfalls ein paar Zombies. Mit denen muss man halt immer leben. Da ich ja halt die Grabsteine vernichtet habe, kommen da jetzt auch keine Skelettkrieger mehr raus. Ja, zum Generieren der Lebensenergie legen sich die Zwerge halt schlafen und man sieht dann halt ganz langsam die Herzen wieder anwachsen. So, Nacht ist rum, können jetzt die Türen wieder öffnen und die Jungs zur Arbeit schicken. Ja, Angriff? Ach naja, er kämpft jetzt mit der kleinen Spinne. Ja, war jetzt kein großer Kampf. Ja, das war's auch schon mit unserem Review-Gameplay-Video von Craft the World. Unseren Test findest du natürlich auf neogamer.de.